Es leuchtet. Ist da was? Oh, so was Kleines. Ein kleiner Glitzer. Der leuchtet ab. Ja, dann kann man halten und schauen. Schauen, wo er schöner ist. Unten oder oben? Unten. Er biegt. Unten. Von allen Seiten. Glitzert's. Rot. Rot glitzert's. Gib das zurück. Ich will es nicht behalten, was nicht mir gehört. Ja, da gibt es so viel Material, der wird immer kleiner, der Raum. Die Schachtel wird hinaufgeräumt. Das ist Aufräumen. Man kann auch aufgeräumt sein. Aufgeräumter Stimmung. Jetzt wird's eng. Nur drum, aber man kann durchschauen. Das ist mir zu undurchsichtig. Was ist da? Ich sehe ein Stück. Perspektivenwechsel. Das ist spannend. Man kann sich decken. Ich sehe dich. Erwischt!
Ja, festhalten. Festhalten. So viele Handgreiflichkeiten haben wir das selten. Ja, aber das wiegt so schwer. Kann man kaum schieben, gell? Ne? Es muss doch mehr ausgerichtet sein. Wohin? Na gerade. Aha. Aber irgendwo ist immer schief. Jetzt ist es schief zum Tisch. Okay. Ja, parallel zum Tisch. Wird es im Unendlichen treffen? Ah ja. Aber es wird sich da schneiden. Schneidet sich am gelben Punkt. Jetzt sehe ich rot. Rot wie Blut. Soll ich zumachen? Ja, bitte. Schürze ist auch rot. Der Butcher. Die rote Periode. Die Periode ist ja meistens ja, rot. Ne? Außer bei den Blauen. Wolfgang hat die Periode. Bei den Blaublütlern ist sie vielleicht nicht rot. Ein Knie geht auch einsam durch die Welt. Eben.
Morgenstern. Oder? Mhm. Ja, klar. Das ist ein einsames Geschäft, das Blaubeerpin ist das Treiben. Ja, sicher. Spalt vom Sessel. Da kann man sich ganz klein fühlen, wenn man unter einem Sessel sitzen kann. Wenn man sich die Sesselfläche von unten anschaut, ist das so wie der Radieschen von unten anschaut. Das heißt Wein. Wein kommt schon. Es ist warm, ja. Heiß ist nicht mehr. Zum Glück habe ich mich nicht verbrannt. Das wäre was gewesen. Die Finger verbrannt. Oh. Die Finger verbrannt, ja. Das halt nie. Wenn man die irgendwo hintippt, wo man nicht weiß, was ist, kann man sich verbrennen. Ja. Wenn da einfach hingreift, verbrennt man sich die Finger. Zum Beispiel bei einem Drachenpenis. Der speit vielleicht Feuer. Bei einem Drachenpenis, da würde ich überhaupt nicht hingreifen, der ist sicher giftig. Giftig auch noch. Da kann man nur mit Werkzeug hingreifen. Mit Zangen wird schon kühler. Und es stinkt. Wer hat einen Drachenpenis? Der vielleicht auch, aber der Kleber stinkt. Oder die Vor. Weiß ich nicht. Ah nein, die Vor ist hinten, gell? Da ist ja nur das Klaus. Das ist ja ein totalitäres, olfaktorisches Erlebnis. Dann kann man durch den Spalt schauen. Da passt genau deine Nase hinein. Spalt, okay. Aha. Mhm. Nase blau umrandet. Nase in blau. Jetzt kommt's. Ein Wahnsinn. Was? Lecker. Bis heute. Die Schwerkraft überwunden. Ein Wahnsinn. Ein Wunder. Ein Wunder. Er kann Sessel schweben lassen. Vielleicht haben wir da überhaupt kein Schwert, vielleicht haben wir ein Raumschiff, das weiß ja keiner, wo wir sind. Wir könnten uns da dazu stellen. Wir sind im Raumschiff Kunst. Dann rühren wir das hinter den Sessel. Ich rühre das lieber nicht an. So. Das kann man beschwören, dass es nicht abstürzt. Das wird beim Spirit. Bravo! Das Klopfen ist gut. Klingt verschieden. Glaubst du das? Das ist ja wie im Zirkus. Ich sehe schon wieder den Fleck da oben. Ja, wenn du dich immer drunter legst. Der fängt mich schon langsam zu stören. Ja, dann muss man. Was ist, wenn das jetzt abstürzt? Geh lieber weg. Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt? Nein. Da, aber da sieht man, dass was schief ist. Das ist leichte Kost für den Sessel.
Aber eigentlich ist es nicht schön. Ah, na, jetzt heißt es was. Schönen guten Abend. Das heißt Freiheit. Ah. Oh, Freiheit. Wieso? Da steht alles Gute zum Geburtstag. Das ist nur ein Zeichen. Das ist. Zur chinesischen Freiheit heißt das. Das sind Glückskeks. Machst du das zu? Periodisches zu machen, da wird beschützt sein. Ach so, ich kann so schlecht Maschen bilden, oder? Gehört ja, gehen immer die Schuhbandung auf. Ja, die Schuhbandung. Das ist jetzt eine Doppelmasche, das halt. Bombenfest. Ich finde das aus Freiheit. Das ist genau Kussmund. Ich bin so frei, Bussi. Oder du kannst mich mal, Bussi. Oder Franz ist doof, Bussi. Franz ist lieb. Bussi. Tja. Eine zur Franz der Angelegenheit. Blaugrünes, die blaugrüne Schrift auf der anderen Seite. Eine blassblaue Schrift. Männerhandschrift. Das ist so wie das afrikanische Meer. Das ist die Botschaftsschachtel. Botschaftsbox. Die Botschaft ist nicht in der Schachtel, sondern auf der Schachtel. Vielleicht heißt das bitte nicht stürzen. Nein, das ist Esperanto und heißt Nabel. Schau. Das ist Schau und das ist Nabel. Ah. Außer die Kiste steht verkehrt. Dann ist er wundermal, wenn die Kiste verkehrt. Im Übrigen ist morgen auch noch ein Tag. Vielleicht. Das kann man im Vorhinein nie wissen. Die Fakten stehen immer erst im Nachhinein fest. Vorher sind sie Simulationen. Dann simuliere ich jetzt, dass morgen auch noch ein Tag ist. Ja, gesetzt im Fall, morgen ist auch noch ein Tag. Dann bist du vielleicht 5 mm größer als heute. Ja, man, wir sollten doch Striche machen. Dann geh ich schon bis dahin. Ja, und irgendwann überragst du den Rahmen. Dann spreng ich nur, ob ich auch wachse. Dann spreng ich den Rahmen. Im gesetzten Fall, du wachst. Wohin wachst du? Nach oben, auf die Seite? Auf die Breite. Ja, weiß ich nicht. Wenn man sich aussuchen kann, wächst man nach oben. Aber auch nicht wächst der Rahmen mit. Das wäre die Verhältnisse bleiben gleich. Das wäre perfekt, da würde sich ja nicht was ändern. Gut. Weiß man nicht. Es, aber, ist ja, ja. Es ist ja Gott sei Dank noch kein Fakt, es ist ja nur zu tun. Man kann ja noch hoffen, soll man hoffen, dass sich nichts ändert oder dass sich was ändert oder ändert sich was?
Ändert es was, wenn man sich das vorstellt, dass sich was ändert? Ja, es fühlt sich irgendwie so stichelig an. Änderungsschneiderei. Mit Abständen, mit Stecknadeln. Genau, und dann mit weißen Heftfaden und Schneiderkreide. Dann einen neuen Obnäher machen. Und da kann man sich stechen, wenn man was probiert, wo was abgesteckt ist. Es ist ja schon ein gewisses Problem, den Faden in die Nadel zu bringen. Richtig. Die Frage mit welcher Hand? Ist die Frage mit welcher Hand? Ist die Frage mit welcher Brille? Ja. Ist die Frage, ob man die Hand ruhig halten kann? Das außerdem, ja. Am besten ist es, machen die Enkelkinder. Die sehen noch gut, haben eine ruhige Hand. Die schlecken vorher den Spitz von vorne auf und dann sind sie so gut. Es ist auch die Frage, ob man den Nadel über den Faden gibt oder den Faden in den Nadel schiebt, ins Öhr. Ja, welche Methode bevorzugst du? Ich bin eine Fadenschieberin. Du bist eine Fadenschieberin? Ja, warm die Nähe. Ich nähe ja nur in der größten Not. In der Not zu nähen ist sicher beruhigend. Ja, man könnte es als Ersatzhandlung machen. Ja. Besser in der Not nähen als in der Not stopfen. Stopfen, ja. Ja, solange es keine. Solange es keine Bonbons sind, kann man auch stopfen. Bist du eine Mund-zum-Bonbon-Hinbewegerin oder eine Bonbon-zum-Mund-Hinbewegerin? Ja, Bonbon-zum-Mund. So. 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 Eigentlich schon lange. Da hat es ja diese Kinderspiele gegeben bei der Geburtstagsjause, ne? Wo man irgendwas aus dem Schaffel abnehmen müssen. Weiß ich nicht mehr, was man mit dem Mund aus dem Schaffel nimmt. Haben Sie es nicht in Ischgl gespürt, bis Sie alle angesteckt haben? Mit den Kochquellen? Das ist sicher so etwas Brauchtum. Ich glaube, das war die Corona-Ursprung. Der ist nicht aus China, sondern aus Ischgl. Unser, wir haben ja die Tiroler Variante. So. 8 Millionen wert. Das ist brutal. Da ist überhaupt kein Luft mehr. Echt ausgegrenzt hinter der Kunst. Die Kunst braucht überhaupt zu viel Platz. Ja. Die Kunst macht sich so breit. Kaum verdrängen. Die Kunst muss zurechtgestutzt werden. Es sollten nur mehr Miniaturen erlaubt sein, das ist eh kein Platz. Ja, das ist halt ökologisch. Zündhölzschachteln. Ja. Zum Beispiel. Zahnstocherskulpturen. Na, das hast du davon. Da mit den kleinen Fitzern drin. Ich habe eh schon eins aufgehoben. Wo ist es denn? Ah, da ist es noch, schau. Magst du das nicht verwenden, Wolfgang? Wäre doch schade, wenn das nicht in die Ewigkeit eingeht. So wie es aussieht. Die Kunst will ja nicht instruiert werden. Aber ich tue mich da jetzt einmischen. Also es ist jetzt eine Co-Produktion. Ich will ja schon, dass auf dem Kunstwerk auch mein Name steht, weil das habe ich da drauf gebildet. Aber die Carina hat es gefunden. Ja, ich weiß also müssen was. Alle drei Namen draufstehen. Nur schon.
Du hast einen Winkel. Einen gelb-roten Winkel. So ein Nippelbett. Das wird dem Blauwal-Baby-Penis sicher gefallen. Ja. Hat es eine Farbe am Boden? Super. Der ist eh so eintönig grau. Ja. Na, am Sessel? Na, wo ist das? Ah! Ein Wimmerl. Oder eine Himbeere. Ich denke schon an die Sommerhimbeeren und an den blauen See. Das ist der Distanzhalter. Ja, es gibt so Leute, die gehen so auf der Straße, wenn man Abstand. Ja, und dann haben sie da noch die Maske. So. Aha. Ja. Mich wundert ja, dass die Krinoline nicht wieder einführen. Ja, das wäre auch gut, der Abstand zu halten. Wir steigen mal mit so einer Krinoline in die Zahl rein. Naja, dann wäre wenigstens Abstand in den Öffis. Ich verwende die Öffis nicht mehr, weil man nicht Abstand halten kann. Da würde man dann zum Beispiel so schreiten. Aneinander vorbeischreiten. Mhm. Franz, mal du mitnehmen. Wieso überhaupt unter der Renoline? Unter der Renoline ist Menschenverbot. Nein, das sind ja die kleinen Kinder. Oder die Voyeure oder irgendwelche perversen Schnüffler. Na gut, da könnte man dann auch das Handy unter der Krinoline befestigen. Da kann man sich unter der Krinoline dann wohltun lassen. Und das stimmt. Also ja, da ist man immer gut gelaunt, die Leute fragen sich warum. Da kannst du den unter Krinolinen Liebhaber mitnehmen. Das sind alles die Frühlingsfantasien, das liegt nur am Wetter. Jetzt ist es ordentlich. Gut, wir teilen Tisch und Sessel, aber es gibt kein Bett. Man kann ja nicht mehr alles haben. Na dann, sagen wir es war nichts. Schon Bett. Na ja, dann
haben wir unsere Kommune. Ich hätte gern das Stück da. Aha. Heute, morgen das. Welches bist du? Das mit dem roten Griff. Das mit dem roten Griff. Ja, aber morgen möchte ich gerne nicht da sein. Das mit dem roten Griff ist ja. Du kannst auch heute schon einen roten Griff haben. Ich hab nur. Man kann ja mit einem Arsch nicht auf zwei so Dinge sitzen. Ja. Außer man setzt sie in den Spalt. Oder man ist genügend in die Breite gewachsen. Ja, wenn man lang sitzt. Wenn man lang sitzt, breitet man sich immer mehr aus. Ich verlasse die Wohnung. Ja, der Wolfgang will weiterspielen, oder? Jetzt habe ich es ganz für mich allein. Das ist ja jetzt eine Coda. So, jetzt habe ich ein Blauwalgefühl gehabt. Gut, jetzt reicht's.